Omra Mikhail Ivanov, der sagt das so schön, finde ich. Er meinte, in drei Generationen können wir das goldene Zeitalter haben, wenn wir uns um die Erziehung der Kinder kümmern. Wenn wir das Thema wirklich anschauen, und natürlich müssen wir, das hat er auch damals gesagt, wir müssen uns verändern, weil wir können nicht so bleiben, wie wir sind und dann die Kinder verändern. Wir müssen uns verändern und das weitergeben. Und wenn wir das machen, und du hast auch den Punkt angesprochen vor der Erziehung, Omra Mikhail Ivanov geht da wunderbar drauf ein, wir können uns jetzt darauf vorbereiten, natürlich vor der Geburt, dann während der Zeugung und in der Schwangerschaft vor allem, die 9 Monate. Sind auch nochmal bedeutend. Ich habe jetzt letztens eine Dame gesprochen, die hat 8 Monate einfach gearbeitet. Und nicht in irgendeinem Job, sondern in einem Job, wo die heftigste psychische Probleme von anderen reinbekommen hat. Anstatt zu sagen, okay, ich kümmere mich um 8 Monate um mein Kind, was wichtig ist, aber ich konnte nicht Nein sagen, sich nicht abgrenzen, und hat weitergearbeitet und in einem, also nur noch 1 Monat Zeit vor der Geburt wirklich fürs Kind. Ich meine, also Omra Mikhail Ivanov schlägt da vor, wir haben Häuser, wo Frauen sind in Harmonie. Schöne Farben, gutes Essen, schöne Gerüchte, harmonische Stimmung. Und da werden die Kinder, also ja, da werden die Kinder sich entwickeln im Bauch und dann werden die natürlich geboren, so wie du sagst, dass man da diese Bindung hat. Ich meine, Kaiserschnitt, das ist ja, ich bin fassungslos. Da sagen Menschen, ich plane meine Geburt. Und das sind Menschen, die sind gar nicht so, also die sind, wo ich denke, hä, das habe ich nie gedacht von dir. Wie kommst du auf die Idee, deine Geburt zu planen? Ja, passt so, mit Zeit und so weiter. Nur weil du dann im Terminkalender dein Geburtstag, also, das ist so abwegig. Aber es ist, ich meine, wenn man sich die Statistiken anguckt, wie viele Prozente sind das? Also die Mehrheit der Geburten sind ja schon so. Also, Also 50%. Ich habe gestern mit jemandem was gesprochen, gestern der, gut, ja. ja, also aber es ist erschreckend, erschreckend. Und man muss ja verstehen, das wird ja auch von bestimmten Kreisen bewusst forciert, die Kaiserschnittgeburt, weil genau, was ich dir jetzt gerade sagte, bekannt ist, dass damit die maximale Bindungstraumatisierung möglich ist. Und natürlich viele andere gesundheitliche Probleme, die natürlich noch entstehen, das ist jetzt nicht das Thema, aber das ist schon bewusst. Und ich wollte noch eine Ergänzung machen, was du eben gesagt hast. Das Wichtige ist ja nicht nur das Wissen, sondern auch die Wiederholung des Wissens. Weil die Lüge, sage ich jetzt mal ganz platt, wieder, wird ja ständig wiederholt, medial. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann irgendwann in das Bewusstsein der Menschen eingedrungen ist. Selbst die, die sagen, sie sind kritisch, wenn die jeden Tag, wochenlang, monatelang immer den gleichen Scheiß hören, dann geht, dann, das färbt ab, das können die gar nicht verhindern. So. Umgekehrt müssen wir natürlich über Dinge, über solche, was wir jetzt hier besprechen, genauso häufig sprechen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja, dieses Thema Bindung, Bindung. Das Schlüssel ist Bindung, weil wir sind in einer satanischen Spaltung. Und was überwindet die Spaltung? Bindung, Verbundenheit, Verbindung. Das ist der Schlüssel. Jetzt guck dir mal die Gesellschaft an. Wo wird denn überall Spaltung praktiziert? Letztendlich überall. Das Prinzip von Teile, Hetze gegeneinander beherrsche. Das ist deren Agenda. Damit müssen sie arbeiten, sonst kriegen sie es nicht hin. Warum machen sie das? Weil sie die natürliche Ordnung ins Gegenteil verkehren wollen. Das heißt, wir müssen die Menschen erstmal aus der natürlichen Schöpfungsordnung herausbrechen, herausziehen, herausspalten, ihn dann komplett verwirren mit Lügen und alles Mögliche. Und dann setzt man ihn in eine neue Ordnung, die aber komplett das Gegenteil von der natürlichen Schöpfungsordnung ist. Das ist die Agenda. Das heißt, man muss ja für die neue Ordnung, die angestrebt wird, diese unipolare Weltordnung, muss man auch einen neuen Menschentypus erschaffen. Das geht natürlich über die mehrere Generationen. Das machst du nicht mit der Generation, die schon ein fertiges Weltbild hat. Die kriegst du nicht so leicht mehr gebogen und verändert. Nein, das machst du mit den Kindern. Hey, du hast das Video bis hierhin geschaut. Ich danke dir von Herzen für dein Interesse. Jetzt ein paar Dinge. Zum Ersten, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, bitte mach das jetzt. Wenn du es schon gemacht hast, ich danke dir. Schreib bitte einen Kommentar. Wie hat dir dieses Video gefallen? Was gab es Neues für dich? Was ist das Wichtige, was du auch den anderen Menschen jetzt weitergeben möchtest? Dann lass gerne einen Daumen nach oben da und teile dieses Video mit Freunden, Bekannten, Menschen, für die das auch interessant ist. Und eine ganz tolle Sache jetzt, du kannst dir dieses Video komplett kostenfrei in ganzer Länge und ohne Werbeunterbrechung ansehen. Und das alles, indem du einfach auf den Link unter diesem Video klickst. Und du kriegst nicht nur dieses Video, sondern auch alle vergangenen Videos und alle kommenden. Einmal in der Woche gibt es ein neues Video, komplett kostenfrei und ohne Werbeunterbrechung. Warum mache ich das? Weißt du, es gibt hier in diesem System, in dieser Matrix, ein paar ganz große Firmen, die so ein bisschen willkürlich handeln. Die machen, was sie wollen. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, was passieren kann, wenn man Dinge sagt, die der ein oder andere anders sieht. Aus dem Grund
will ich gerne, dass wir eine unabhängige Community aufbauen, dass wir auch weiterhin im Kontakt sind. Also, melde dich einfach an für die Community und bekomme die ganzen gratis Interviews. Ohne Werbeunterbrechung, komplett kostenfrei. Ich freue mich auf dich. Eine Sache noch, wenn du beruflich nicht ganz zufrieden bist, wenn du in einem System drin steckst, wo du einfach nur raus willst, raus aus der Fremdbestimmung, rein in die Freiheit, oder wenn du schon selbstständig bist und für Menschen arbeitest, eine grandiose Leistung hast, viele Probleme lösen kannst, aber es irgendwie noch nicht richtig funktioniert. Vielleicht weißt du noch nicht genau, wie wirst du sichtbar, wie gewinnst du Interessenten, wie gewinnst du Kunden, ja Traumkunden, und wie verdienst du das, was du wirklich brauchst, um ein Leben in Fülle zu führen. Wenn das so ist, dann komm unbedingt in die Show Bewusst und Erfolgreich. Live, regelmäßig bin ich für dich da. Klick einfach hier auf den Link unter diesem Video und wir werden darüber reden, wie du es schaffst, deine wahre Berufung zu leben, mit Traumkunden zu arbeiten, in der finanziellen Fülle zu leben, dass du so viel hast, wie du brauchst, um hier wirklich gut klarzukommen. Und dass du im großen Bild den Menschen hilfst und deine Lebensaufgabe erfüllst. Das wäre doch fantastisch, oder? Ich wünsche es jedem Menschen. Also, komm unbedingt in die Show Bewusst und Erfolgreich. Und jetzt schau dir das Interview gerne an. Zu Ende, vollkommen, kostenfrei, ganz. Und wir bleiben in Kontakt. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für dein Sein, für deine Arbeit. Mach weiter so.